Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier beim Heimtier TV, begleitend zu unserem Heimtier Podcast. Und dort könnt ihr auch alle Themen nochmal nachhören, die ich hier bespreche. Dann gemeinsam mit meiner Kollegin Gabi, die heute leider Corona-Maßnahmen, Schutzmaßnahmen bedingt eben nicht direkt neben mir stehen kann. Da sind wir natürlich auch entsprechend vorsichtig und lassen Vorsicht walten. Und heute geht es um das Thema Tiergesundheit. Und ja, das Thema Tiergesundheit ist natürlich einerseits auf jeden Fall eines, das für den Tierarzt relevant ist oder die Tierärztin eures Vertrauens. Das heißt, ihr solltet natürlich regelmäßig dort vorbeischauen und regelmäßig mit eurem Heimtier dann auch den Check-up machen lassen und natürlich auch die Impfungen überprüfen und machen lassen frühzeitig. Aber es gibt natürlich auch viele andere Themen, die mit der Tiergesundheit verbunden sind. Und dazu gehört es eigentlich, dass man sein Tier regelmäßig in Augenschein nimmt. Das ist eigentlich so die Basis von allem. Und egal, ob ihr dann zu Hause ein Aquarium stehen habt oder ob ihr eben den Hund, die Katze, das Kleintier habt oder den Vogel, den ihr da zu Hause eben auch pflegt und hegt, einfach schauen, auch immer mal jeden Tag natürlich auch das Tier in Augenschein nehmen, um zu schauen, ist alles in Ordnung, ist alles so, wie es eigentlich auch sein sollte. Und dann gibt es natürlich noch zusätzlich viele, viele Dinge, die man tun kann. Also zunächst mal, wenn es zum Beispiel um Hunde und Katzen geht, dann gilt eigentlich so die Faustformel, dass man eigentlich von der Nasenspitze bis zur Schwanzspitze das Tier eben ja ausgiebig eben wirklich begutachten sollte. Und das ergibt sich natürlich schon fast zwangsläufig dadurch, dass man natürlich seinen Hund, seine Katze regelmäßig streichelt. Dabei fallen einem dann natürlich sowohl was die Augen als auch die Ohren betrifft, das Fell betrifft zum Beispiel auch oder die Pfoten, da fallen einem dann schon viele Dinge auf, wenn irgendetwas nicht so ganz stimmt oder nicht ja, nach den gängigen Regeln ja, aussieht oder man es in Augenschein nimmt und man eben ins Zweifeln gerät, dann sollte man entweder, wenn es sich wirklich um eine Kleinigkeit handelt, das natürlich selbst entsprechend mal näher betrachten und dann auch behandeln, oder wenn es dann eben etwas Gravierendes ist oder man einfach schlichtweg unsicher ist, dann natürlich auch den Tierarzt, die Tierärztin aufsuchen. Generell gilt natürlich nicht nur jetzt bei Schmuddelwetter, sondern bei jeglichem Wetter, das Fell ist besonders wichtig. Man sollte eben die Fellpflege nicht außer Acht lassen. Gerade natürlich bei den Tieren, wir hatten es auch kürzlich in einer unserer Themenwelten, die ein längeres Fell haben. Da muss ich dann schon mal regelmäßig täglich pflegen, also gerade bei Langhaarkatzen oder bei Hunden, die eben dann doch ein dichteres Unterfell, eine Unterwolle haben. Da sollte ich dann eben auch mal regelmäßig nicht nur das Fell anschauen, sondern eben auch pflegen mit entsprechenden Kämmen oder Bürsten. Und dann ist immer wichtig, normalerweise wird man ja vielleicht denken, naja, dann kämme ich halt einfach mal durch. Man sollte eben immer auf jeden Fall entsprechend mit dem Haarwuchs, also mit dem Strich kämmen und auf keinen Fall gegen den Strich. Es hat natürlich auch einfach, wie bei uns Menschen auch, ansonsten die Auswirkung, dass die Tiere, dass sich das einfach nicht so gern gefallen lassen und einfach keine Lust mehr darauf haben, sich kämmen zu lassen und es unangenehm ist schlichtweg. Dann kann man natürlich auch nochmal speziell an den Pfoten gucken. Wenn die Haare dann einfach dort, das Fell, wenn das zu lang wird, dann kann man das auch so ein bisschen zurechtstutzen und zurechtschneiden, damit es eben nicht verfilzt, weil Verfilzung, das wäre eben dann wirklich schlecht, wenn es dazu kommt. Und auch da gibt es spezielle Scheren, die man dann eben auch verwenden kann, die sehr fein sind, sodass man dann eben auch auf keinen Fall natürlich den Vierbeiner in irgendeiner Form in Mitleidenschaft zieht. Ja, dann außer der Fellpflege, die regelmäßig erfolgen muss, muss ich natürlich auch viele andere Dinge noch beachten. Gerade wenn es um das Fell geht, nisten sich da natürlich auch ab und zu mal irgendwelche Parasiten ein, die man auf keinen Fall in der heimischen Wohnung haben will. Da kribbelt es und krabbelt es schon den einen oder anderen, wenn es um Flöhe geht, wenn es um Zecken geht, Milben oder ähnliche kleine Plagegeister, da sollte ich eben auch immer schon prophylaktisch agieren. Prophylaktisch, indem ich natürlich dann auch entsprechend regelmäßig beispielsweise das Hundebett oder die Kuscheldecke für die Katze in die Waschmaschine stecke. Das sollte einfach ja, zum wöchentlichen Programm gehören. Genauso aber auch natürlich, dass ich die Futterstelle sauber halte und da die Hygienemaßnahmen einhalte.
Und es gibt eben, wenn es jetzt um Schädlinge geht, um ja, unangenehme Parasiten, dann kann ich eben auch viel tun, einerseits durch Hygiene und auf der anderen Seite natürlich auch prophylaktisch, indem ich eben beispielsweise Spot-on-Präparate gegen Zecken verwende oder eben auch bestimmte Halsbänder, die eben entsprechende Wirkstoffe absondern. Und wenn es dann einmal leider passiert ist und es eben zu einem Befall kommt, also gerade bei Flöhen beispielsweise, gibt es dann eben auch Puder und andere Produkte, mit denen ich dann eben einerseits natürlich das Tier, das befallen ist, behandeln kann und auf der anderen Seite eben auch die Umgebung damit entsprechend reinigen kann. Dann gibt es natürlich auch noch das Thema Vorsorge. Also wichtig bei der Tiergesundheit ist natürlich, dass ich dann auch für den Notfall gerüstet bin, damit ich nicht das Nachsehen habe, wenn es zu spät ist. Und ihr kennt das auch von euch selbst. Da habt ihr zu Hause eure Box oder euren kleinen Schrank mit den wichtigsten Medikamenten, die man so haben sollte und natürlich auch mit Verbandsmaterial. Und so ist es eben auch bei unseren Tieren. Da gibt es auch teilweise eben ganz schöne Sets, mit denen man eben, also so Erste-Hilfe-Sets, hier beispielsweise mit 17 verschiedenen Komponenten, ja, mit Verbänden, Kompressen, aber natürlich auch mit entsprechenden Dingen, die ich sonst noch so benötige, also etwa spezielle Scheren, mit denen ich dann entsprechend die Verbände oder die Kompressen eben durchtrennen kann oder ähnliches. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, sowas dabei zu haben, nicht nur bei der Urlaubsreise, die man ja hoffentlich irgendwann auch mal wieder regulär antreten kann, sondern eben auch ganz normal, weil beim Waldspaziergang oder im Haushalt ist eben auch schnell schon mal etwas passiert. Ja, und dann ist natürlich das Thema Ernährung noch ein wichtiges, also sowohl was das Futtermittel oder die Futtermittel betrifft, als auch die Snackprodukte. Da kann man eben natürlich auch schon rein prophylaktisch sehr, sehr viel an Vorsorge betreiben, indem man einfach auch ganz in Ruhe schaut, welche Produkte verträgt das Tier eben besonders gut, welche vielleicht weniger gut. Und dann ja, kann man einfach entsprechend in den Zoofachhandel gehen, sich beraten lassen und natürlich auch die dann genau auf das Tier individuell passenden Produkte finden. Das ist eigentlich schon ja, das Basispaket, mit dem ihr und eure tierischen Lieblinge gut versorgt seid und auch gut fahrt. Also dementsprechend unsere Empfehlung, immer ganz egal, welcher Tierart euer Tier oder eure Tiere angehören, immer einfach auch das Tier genau unter ja, unter Augenschein nehmen, in Augenschein nehmen und schauen, ist alles ganz regulär, so wie ich es gewohnt bin, oder gibt es irgendwelche Auffälligkeiten und ich muss vielleicht mal schauen, haben die Fische etwa eine spezielle Krankheit, sehen die Pflanzen im Aquarium nicht mehr so richtig gut aus, oder eben beim Hund, wie sieht das Fell aus, etc. Ja, und ein wichtiger Punkt, wenn es um Fellpflege geht, ist natürlich auch noch das Thema Sauberkeit. Also man sollte dann nicht nur das Fell regelmäßig kämmen, sondern dann eben auch unter Umständen mal Dreck ausbürsten, wenn ich dann eben reinkomme vom Spaziergang mit dem Hund beispielsweise. Wenn ich dann den Hund schon bade, wir hatten das neulich auch mal in einer Heimtier-TV-Folge, dann muss ich darauf achten, dass ich das nicht zu häufig tue. Dann ausschließlich Produkte aus dem Zoofachhandel verwenden, also spezielle Hundeshampoos, die es dann gibt, die die Haut eben auch nicht so angreifen und belasten. Und ich sollte es eben nicht übertreiben, weil sonst eben der pH-Wert der Haut des Vierbeiners auch leidet. Dementsprechend also eben nur ab und zu und danach auf keinen Fall föhnen. Das Thema hatten wir neulich auch schon mal, sondern dann eben wirklich einfach ein Handtuch, ein kuscheliges Handtuch nehmen und den Vierbeiner trocken rubbeln. Dann ist eigentlich alles in bester Ordnung. Das war's schon mit unserer kleinen Themenwelt Tiergesundheit. Viele weitere Informationen und Themen, auch zu allen möglichen Tierarten, die man eben entsprechend zu Hause hält, findet ihr in unserem Heimtierjournal. Das bekommt ihr kostenfrei in allen teilnehmenden Zookauf-Fachgeschäften. Also einfach mal vorbeischauen oder unter www.zookauf.de im Internet vorbeischauen. Dort findet ihr eben auch das Heimtierjournal und da gibt es jede Menge Informationen, Tipps und eben auch regelmäßig Gewinnspiele. Also reinschauen lohnt sich auf jeden Fall. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt auch das eine oder andere mitnehmen können. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr weiterhin
gesund bleibt und eure tierischen Begleiter ebenfalls, gerade in dieser sehr schwierigen Phase. Und ja, haltet die Ohren steif, ihr und natürlich auch eure tierischen Freunde. Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal wieder bei unserer nächsten Ausgabe des Heimtier-TV. Bis dahin, tschüss!